Ich hab da jetzt Frühstück. Ja, herzlich willkommen zu The Boss. Nicht The Boss, The Boss. Und wie der Titel schon ansatzweise das Thema umspielt, geht's jetzt rum, Bus zu fahren. Es ist ein Early Access Titel, ne? Das heißt, es ist noch lange nicht alles implementiert. Und derzeit gibt's halt eine Map und das ist Berlin. Das Ziel ist hier halt Bushaltestellen abzufahren. Und die Leute dann gegebenenfalls abzukassieren. Es gibt schon auch einige Mods, ne? Selbst erstellte Fahrpläne und Strecken von anderen Spielern. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass später noch neue Städte dazukommen, die man halt 1:1 abfahren kann. Wie gesagt, derzeit arbeitet man an der Berlin-Karte, dass man die Busstrecken dort 1:1 abfahren kann. So, ich habe schon mal ein bisschen probiert. Das Ding ist, ich habe kein Lenkrad. Ne? Also das scheint sich ja auch anzubieten, denn die Gamepad-Unterstützung ist noch nicht vollständig implementiert und es gibt ja auch ein Radio drin, das habe ich jetzt leiser gemacht. Das klingt eigentlich ganz gut, dass man während der Fahrt auch Radio hören kann. Ich glaube, das ist sogar Echtzeit verbunden mit einem Webradio, aber muss man selber wissen. Ich habe es jetzt mal ausgemacht. Wegen YouBoob, ne, sonst meckert ihr ja wieder rum, denn die Künstler, die man dann hört, gehen ja pauschal pleite, wenn man ihre Musik hört und nicht dafür 100.000 bezahlt oder sowas. Ne? Man kennt es. Ne? Jeden Tag sind die Medien ja voll mit Künstlern, die pleite gegangen sind, weil man ihre Musik ohne Lizenz gehört hat. Natürlich. So, Radio im Hintergrund abspielen. Ja, ansonsten gehen wir jetzt mal hier, also das sind die Credits. Wie gesagt, die haben erst vor kurzem sind sie umgeswitcht auf die Unreal Engine 5 und man sieht auch, sie arbeiten noch dran. Ja, also gut, die Figuren, die Spielfiguren, die NPCs, die halt in den Bus reinkommen, die sehen manchmal ziemlich aus, als ob sie, ja, die nächste Verwandtschaft ein Pfund Hackfleisch ist. Aber gut, das bei Fahrsimulatoren, da sehen die NPCs eigentlich fast immer aus wie aus der Gulaschkanone gefallen. Aber naja, das ist eigentlich Pups. Wird sicherlich noch besser. Wenn nicht, mir auch scheißegal. Es ist, darum geht's ja nicht. Es geht ja um unsere Talente als Busfahrer. Und die sind bei mir sehr begrenzt. Ne? Ich hab das schon, ne? Wir suchen uns also zuerst mal einen Bus aus. Ne? Hier gibt's verschiedene. Es kommen später ja auch noch viel mehr dazu. Wir haben hier zum Beispiel einen E-Bus. Also der fährt mit Strom. Aber wir wollen ja so eine richtig alte dreckige Kackschleuder haben, ne? Denn Berlin, ne? Ein Gelenkbus, ja, da reizt mich natürlich, aber ich weiß nicht, welche Strecke wir nehmen. Bei einer Strecke gab es da irgendwie so ganz komische Straßen, die naja, eng sind und so. Das war, obwohl wir nicht kommen, wir nehmen so Doppeldecker, oder? Ne, so Gelenk. Doppeldeckerbus gibt's auch. Aber wir nehmen jetzt mal so einen Gelenkbus. So, und das hier ist so der Blick in die Kabine. Da kann man noch einen Haufen Schmonzens hier draufstellen. Hier sind so kleine Pünktchen, da drückst du drauf und da kannst du halt, was ich hier, ein Sandwich draufstellen, ne? Oder hier Kaffee oder hier eine Packung Kaugummi legst du drauf. So, da kommt hier vielleicht noch der Kaffee hin. So, also ein bisschen das auszustatten. Ja, hier die Dinger kann man noch nicht ändern, Reifen und Sitzgedöns. Aber ich denke mal, ja, wann das kommt, das weiß keiner. Du kannst auch hier die ganzen Knöpfe auch bedienen. Je nachdem, wie du es eingestellt hast, ne? So, Steuerung Benutzer hat man ja. Ja, das sind hier so die Fahrhilfen. Automatisierter Motor, automatische Gangschaltung, Scheinwerfer, Scheibenwischer. Automatische Türen haben wir auch ausgemacht. Klimaanlagen gibt es ja auch drin. Vieles ist ja noch nicht so richtig implementiert. Also
bei vielen gibt es ja noch kein richtiges Feedback, ne? Weil also jetzt derzeit spielt das keine Rolle, ob du jetzt die Klimaanlage anmachst oder nicht. Du kannst dir übrigens auch die Tageszeit und das Wetter mit der jeweiligen Map synchronisieren. Aber wir gucken jetzt erstmal hier. Wir haben hier drei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier sogar noch mehr. Hier Herzallee, Robert-Koch-Platz. So, wir können vom Depot aus losfahren. Das ist aber ein Stücke Weg. Und dann kann man ja diese ganzen Sachen ja abfahren. Würde man sagen, das können wir ja mal nehmen. Ja. Das Wetter und die Tageszeit lassen sich jetzt hier auf dem Knopf synchronisieren. Ich würde mal sagen, wir nehmen aber mal dynamisches Wetter. Mit ein bisschen Glück sieht man dann eben auch, wie sich das Wetter ändert und so. Das geht hier ziemlich flott. Wie gesagt, das ist halt noch nicht wirklich dynamisch. Das wird erst im Laufe der Zeit, kommt das halt rein. So, da würde ich mal sagen, ich hole mein Käffchen und dann geht's los. So, Busfahrerfrühstück, ne? Toastbrot mit Käse erstmal. Ist das ein Krach? Das ist mir schon letztes Mal aufgefallen. Es ist ziemlich laut. Sichtfeld? So, jetzt. Ja. Musik, Stimmen. Okay, da ist unser Bus. Jetzt. Steige ich mal ein hier. Beförderung nur mit gültigem Fahrausweis. Die Maus muss mal ein bisschen empfindlicher machen. Achso, jetzt muss ich ja eh wieder aufmachen. Man kann hier natürlich auch durch den Bus durchgehen und die hinterlassen auch Dreck, die Leute. Ne? Papier und Trinkbehälter und sowas. Ne? Das muss man auch noch wegmachen. So, klettern wir mal rein. Wir müssen natürlich auch uns um den Motor kümmern. Automatische Ventilation, Nothahnrückstellung, whatever. Sonnenblende hochfahren. Ne, die müssen wir da runterfahren, oder? Ne, irgendwie bewegt sich ja was im Schatten, ne? Oder? Bin ich doof, ja, ne? Ja, jetzt ist ja wieder Werbung, jetzt ist wieder das Kackradio an. Na, hier kann man nämlich das Fenster automatisch öffnen und schließen. Das lassen wir mal offen, ist ein schöner Tag heute, wa? So, jetzt ist hier ein Bild. Warum ist da jetzt... Okay. Gut. Als nächstes müssen wir hier einen Fahrplan einchecken. PIN für Verkäufer 5602. Dann Linie 245. Und Kurs ist 2. Okay, erreicht. Jetzt öffnen wir erstmal alle Buden hier. Ich glaube, das ist noch gar keine Haltestelle, hä? Nee. Ja gut, dann. Bude zu. So, Motor starten müssen wir auch noch. So, man munkelt. Ja dann. Mit dem Gamepad, ne? Wie gesagt, das ist noch nicht hundertprozentig implementiert. Deswegen zuppelt das auch immer noch so ein bisschen, ne? Ich habe jetzt das Sichtfenster ziemlich weit nach hinten gestellt, ne? Das für Krach hier. Also natürlich bietet es sich an, mit einem Lenkrad zu spielen, allerdings nicht mit so einem normalen. Sondern halt wirklich mit einem, wo du halt auch so eine, was ist hier, 900 Grad Drehung hast oder sowas. So, wir müssen natürlich schauen und den Blinker setzen. Ja, läuft doch, hä? Wie gesagt, ne? Bisschen aufs Limit achten hier.
Und da ist unsere erste Haltestelle, da stehen schon welche. Sanft bremsen. Sanfter geht das nicht. So, und die Bude aufmachen, ja. Hi. Fahrschein. So, wie ging das? Verkauf, ne? Ne, warte mal. Das kann jetzt dauern. Ich komme nicht klar. Hä? Erreicht? Ja, jetzt. Berlin AB, 24-Stunden-Ticket, 8.8 und sie zahlt bar. So, Ticket ist ausgedruckt und die hat das Geld ja hergelegt. Das Geld muss man dann ja natürlich auch einsammeln. Jetzt kommt die nächste Plünse. Ein Einzelfahrschein. Bar. Die hat jetzt einen 5er rausgegeben, also kriegt sie ja auch wieder was zurück. 2 Euro. So, ABC, da müssen wir zurück. Einzelfahrschein, Bar. So. Das war's. Weiter geht's. Türen schließen. Und weiter geht's hier. Ja, natürlich kann man auch einstellen, wie viel Verkehr hier auf der Straße ist, ne? Ich glaube, ich habe das mal auf Maximum gestellt oder so, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rum, hä? Aber wo? Ja, was steht die dort drum? Ja, mit am Rand hier. Käse. die Gelenkbusse so. Das ist absolut, wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Ja, hier muss man halt ein bisschen üben, ne? Aber was schon war. Hat keiner gesehen. So, jetzt machen wir mit F11 einfach die ganzen Buden auf, damit die auch aussteigen können. Hier gibt es ja auch Kameras, wo man das sehen kann. Ah, Mensch, habt ihr keine Karten? So, ABC, Einzelfahrschein, 3,8, Spar. 2, 3. Hä? Will jetzt noch was zurückkommen oder was? Das gibt's aber nicht. Moin. Kann ich das mit Karte zahlen? Ja, du bist mein Lieblingskunde. So, 24-Stunden-Karte. Karte. Ich glaube, daran arbeiten die auch noch, dass sie, die jetzt hier so eine Karte haben, dass das sofort abgerechnet wird, ne? Ohne Ticket oder so. Keine Ahnung. So, ABC, 24-Stunden-Ticket, Preis 10 Euro, er zahlt bar, her damit. Ja, komm, hinter. Berlin AB, Einzelfahrschein, 3 Euro, zahlt mit Karte. So, das sind mit den Liebsten. Hi. Ich brauche einen. Berlin. So. Zahlt bar. Kriegst natürlich Rückgeld wieder. So. Moin. So, Einzelfahrschein. 3,80 zahlt mit Karte. Das Karte ist immer das Liebste. Das dauert jetzt hier auch. Haben die keine Automaten hier draußen? Ich hätte gerne. So, Berlin ABC Einzelfahrschein, zahlt bar. Und fertig sind wir. So, zu die Mu. Oh, guck dir das an, hier schon über zur Stau, da kommt gar nicht vorwärts. Wir sind zeitlich ein bisschen angespannt. So. Wir blinken aufs Gesetz, wir sind da ganz artig. Gucken jetzt mich hier mit. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen mehr Platz gehabt. Hä? Ah, das ist so ein Gelenkbus, hä? Ist gar nicht mal so leicht. Das ist wieder der nächste, ja. Eben um die Ecke, schon wieder die Haltestelle.
Und ich hab da jetzt Frühstück. Berlin AB, 24 Stunden, Handykartenzahlung. Hi. Ein Titel bitte. Kann ich dich das mit meinem Handy bezahlen? Ja, kannst du. Jetzt setz dich auf deinen Arsch. Ich fahr weiter, jetzt ist grün. Das muss man ausnutzen, die grüne Welle und so. Hui, wir fahren aber schnell. Oh, jetzt können wir 50 fahren, ja. Damit wir ja mal zu Potte kommen, hä? Nächste Haltestelle. 300 Meter. Ach, wir haben doch hier einen Bus. Wie macht man denn so eine Busspur? Unten sieht man, also neben meinem komischen Gesicht, da ist die Uhrzeit und die wird gelb angezeigt. Das heißt, wir sind noch im Zeitplan. Wenn es rot ist, haben wir es verschissen, ne? Dann sind wir zu spät. Also offenbar sind auch die Abrechnungen mit einkalkuliert. So, einsteigen tut keiner. Alle draußen, weiter geht's. Und so lange wie es möglich ist, fahren wir hier auf der winzig schmalen Busspur. Ich glaube, da passt der Bus ja kaum drauf hier, hä? Siehst du das? Die Busspur ist viel zu schmal. Das finde ich geil noch mit Ansage und so. Das ist schon fett. Ich bin ja kein Berliner. Ich weiß nicht, inwieweit das originalgetreue Gebäude sind und so, aber ich habe ja noch keine Copy-Paste-Buden gesehen. So wirklich, ne? So. Keiner will bezahlen. Alle Schwarzfahrer. So, weiter geht's. Kreisverkehr, so wie es aussieht, ne? Klar, wo wir hin müssen. Oh, hier ist eine Ampel. Das ist ganz schlimm. Ja, sehe ich die Ampel nicht? Ah, da. Ja, wir machen das Profis, wa? Da ist schon meine nächste Haltestelle. Und los geht's. Ich muss ja hier weiterfahren, kann ich anhalten. Ich würde mal sagen, dunkelgelb oder so. Kann ich die Karre mit dem Kreisverkehr stehen lassen? Was ist das für Käse? Käsetoast! Hi, ich brauche einen Fahrschein. Ich brauche. Steht draußen eine Planblätter, Kuh. AB, Einzelfahrt. Ja, Barzahler wieder. Was willst du noch mehr Geld wieder? Bitte du jetzt? Achso. Ticket braucht sie ja auch noch. Einzelfahrtschein, 3 Euro. Oh, er bezahlt mit Handy, hä? Ja. Endlich. Das geht am schnellsten. Aber manche wollen hier auch noch eine Quittung haben. Hallo. Ich brauche einen Fahrschein. Das freut mich, ich auch. Geh wieder rein. So, her mit der Kette, ja. Berlin ABC, 24 Stunden Ticket, zahlt mit Karte, zieh durch, du Lorsch. Und weiter geht's hier. Oh Gott, ja, das ist... Hi, ich hätte gerne einen Fahrschein. Guck mal hin, ne? Mit ein bisschen Übung wird das schon was. Es dauert halt eine Weile. Ich weiß nicht, ob das im Original so ist. Berlin AB, zahlt bar. Gott, dieses Kleingeld, was du singen, Junge, oder was? So, der letzte. Das freut mich.
Ich brauche Döner. Was willst du jetzt? Bar. So, jetzt ist zu über die Mu gemacht hier. Meine Gusche. So, weiter geht's hier. Rückspiegel. Gut, alles frei. Von welchen? Ja. So. Guck, der Kran bewegt sich schon alles, ja? Also man merkt schon, mit der Unreal Engine 5 sind sie schon gut auf einem guten Weg, ne? Also so wie die Autos auch aussehen und sowas, ne? So, jetzt müssen wir gleich wieder blink-blink machen. Das ist ja schon voreingestellt, ganz intuitiv. Auf den Schultertasten. Wie gesagt, also mit dem Gamepad das Bremsen und sowas und das Lenken, das funktioniert noch nicht so hundertprozentig, weil du das, die Empfindlichkeit noch nicht einstellen kannst. Aber das wird in Zukunft auch noch reinkommen. Die haben ja auch eine Roadmap drin. Ich kann man nicht mal in Ruhe gucken. Jetzt kommt wieder eine Kurve hier. Ach du Scheiße. Ja, Inge, kriegt man's hin? Oh, Kopfsteinpflaster. Naja, geht nicht anders. Was willst du? Berlin AB, 24 Stunden. Diese hässlichen Barzahler, ja, soll denn der Scheiß? Gut, ich bin auch ein Barzahler. Ah, oh, wird das ein Barzahler, ja. 3 Euro, wie günstig! Moin. Im Leipzig musst du zur finanziellen Elite gehören, um dir noch das leisten zu können. Was willst du? Ist ja immer kleiner, das Geld hier. So, Berlin AB Schnulle. Einzelfahrschein, 3 Euro. Zahlt mit Handy. Die kleinen Pimmelbeträge kann ich auch noch so abrechnen. So, jetzt war da Kuchenbude zugemacht. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht feierlich. So, weiter geht's. Ja, das ist schon so eine Herausforderung mit solchen engen Straßen, mit so einem dicken Gelenkbus. Aber, oh, guck dir den Stau an hier, Alter. Ist gut, dass ich in die andere Richtung fahren muss. Das Ding ist, wenn du die Route beendet hast, kannst du das wieder beenden. Oder du fängst, du machst weiter und fährst die Route dann einfach zurück. Ja, machen echte Busfahrer auch nicht anders. Und so, insofern hast du ja eigentlich ein endloses Spiel. Was für eine Brücke? Steht irgendwie da unten, ne? 14.09 Uhr haben wir's. Ach. Läuft eigentlich ganz smooth, hä? Hallo, du dünne. Oh. Dummes Taxi. Oh, hier ist gar keiner. Schön. So, da machst du. Nee, Quarik. Nee, mach doch mal auf die Bude. Will da bestimmt jemand ausstechen. Oder? Nö. Hat du keiner gedrückt, hä? Hier kommen ja später auch noch Reisebusse und sowas dazu, ne? Weil hier gibt es ja auch Optionen mit Toiletten und so. Und WLAN und sowas. Hm. Ich durfte kleines Auto. Ein bisschen schneller. Oh. Guck mal an, wo die Alte rumläuft. Jetzt sind wir doch so. Läuft. Da sieht man auch nicht die Absperrung an der Seite, ne? Das ist halt noch nicht fertig. Und wie gesagt, es fehlen ja auch noch Buslinien. Ne? Berlin hat ja viele Buslinien. Selbst wir hier in Leipzig haben extrem viele Buslinien und hier auch Straßenbahnlinien. Straßenbahn kommen ja auch dazu. Allerdings so als KI-Gedöns. Ne? Ist ja auch ein Bussimulator, kein Straßenbahnsimulator.
Bin vom Essen. Dann willst du wieder euer Restgeld haben. Hier, 8 Zähne. Und tschüss. Ach, die hat mit 20 schon bezahlt. Strottel. Rechnen müsst ihr mal kennen. Hallo. Ich brauche einen Fahrschein. Kann ich das mit Karte zahlen? Ja. Ich würde dir sogar einen Rabatt geben, weil du mit Karte zahlst. Geld, Hülsenknäppe nehmen wir nicht. Jetzt setz dich auf deinen Arsch, du Louis. Ja, mein Gott! Du hast die Hülse verkehrt rum an. Was kostet das? So, Einzelfahrschein. Boah. 5er gegeben, dann kriegst du 2 wieder. Ah ne, 3,80 kostet das ja. Ich bin leicht verwirrt. Hä, war das nicht 3 Euro? Achso, die verschiedenen Zonen waren das, ne? Bei einigen, bei Zone, die eine Zone waren 3 Euro und das andere sind 3,80. Das wird so ein Tarifdschungel, ich brauch keine Sau. Das ist, ne, das ist nö. Ach, der kleine Stau hier. Ne, ich dachte ja, 30er Zone, aber ich könnte Stoff geben, hä? Hier ist 30er Zone. Da willst du mich verarschen, kaum gäbe Stoff, kommt hier so eine scheiß 30er Zone. Nee, nee. Der Fass, es war gelb. Bei gelb fährt man los. Oh, Blumenladen, oder was das ist. So, da ist unsere nächste Haltestelle. Aber wenn ich sehen würde an der Haltestelle, dass da so ein Bus angeschossen kommt, ich weiß nicht, ob ich da mitfahren würde. Wahrscheinlich schon. Guck mal hier an und so. So, rein mit euch hier. Du brauchst immer eine schöne Mütze. Was kostet das? Dass die alle nicht wissen in ihrer eigenen Stadt, was das kostet, hä? Na gut, es wird ja jede Woche teurer, hä? So, was willst du? So, weiter geht's hier. Es war zum Glück plus einer. So, wir müssen mal jetzt lang geradeaus weiter, hä? So, stehen wir einigermaßen gerade. Wenn, dann liegt es an der Optik. Das ist alles nur eine Optikgeschichte. So, jetzt müssen wir gleich wieder blink-blink machen. Ne, müssen wir nicht. Irgendwie, egal welche Stadt du gehst, das ist irgendwie immer, die Straßennamen sind alle gleich. Die lassen sich nichts Neues einfallen, nichts Modernes oder so. So, Blinkerschen setzen. So, mal ordentlich angehalten. Oh, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder ordentlich um die Ecke kommen, hä? Gelenkbus und so. Ich brauche die ganze Straße hier. Zum Navigieren. Ja, läuft. Ja, man lernt halt, ne? Alles Handy in der Föte, was versucht dies? Eine schöne Haltestelle, hä? Wo ich nicht arbeiten muss. Oh, 30er Zone. Ich vergaß. Muss eben doch mal einer sagen hier.
Gott, jetzt sind wir doch viele, hä? Ich treibe mich gerade Schrift zu machen. Ich hab kein Sehengeld mehr. Du bist doch derselbe Typ wie vorhin, plus eine Mütze. Ist vielleicht so ein Fetisch, hä? Ich kaufe mir ja jeder Haltestelle ein neues Ticket. Naja. So, Einzelfahrschein willst du, 3,80, zahlst mit Karte. Das gefällt mir. So liebe ich das. Moin. Ein Fahrschein bitte. Berlin AB, 24-Stunden-Ticket, zahlst bar. Das mag ich gar nicht hier, aber das ist passend. Du wirst dem Salak noch nicht zum Fraß vorgeworfen. So, das war's schon wieder. Ne? Den meisten hat wahrscheinlich schon ein Ticket dabei. Ruhig, du blöde Plastikflasche. Mal guck mal, wie steif mein Kaffee da steht, hä? Ab und zu mal ja den Nebenverkehr ein bisschen beachten, das soll gut kommen. Alter, willst du mir erzählen, die fahren alle die 30. Das ist eine 30er Zone. Ich bin der Einzige, der 30 fährt, weil ich ein bisschen behindert bin. Der Behindertenbus ist das. Jetzt hab ich die anderen mal ja im Kofferraum da hinten ein bisschen zum Nicken gebracht. Auch sonst bin ich ein ganz normaler Mensch. Schöne Gegend, das muss ich sagen, viel Grün dabei, das mag ich ja. Ich bin doch so ein Naturkind. Oh, was ist glitschend da rum für ein Gerät? Oh, bitte steig nicht ein, hä? Bitte nicht. Oh mein Gott. Da versucht die Zeit irgendwie zu manipulieren. Den kenne ich doch. Hast aber schnell die Klamotten gewechselt, hä? So, was willst du jetzt? Karte. So, ABC, Einzelticket, Karte. Ach, sowas liebst. So, war's das schon? Oh, geil. Man ist aber nicht zu mir. Nicht laut gebrüllen hier, ich hab das Busfenster offen. So, wir müssen mal jetzt lang. Da lang? Ja. Nicht da lang geht, er weiß, was ich meine. Warum sagst du oder ja? Als ob ich auf Zustimmung warte. Mein Gott, ich will bei meinem Kaffee. Also ampelmäßig läuft das ja sehr gediegen ab, ne? U-Bahnhof Turmstraße. Turmstraße. In welcher Stadt? Jede Stadt hat eine Turmstraße. So, rein oder raus, je nachdem. Aussteigen will gar keiner, die fühlen sich wohl. Muss das sein? So, AB, 24-Stunden-Ticket. Boah, 88. Kriegst du 1,20 oder raus. Meine Schnulle. So. 5 Groschen, Restgeld gibt's keins. So, und weiter geht's. Ja, es macht schon Spaß. So, Rückspiegel. Und jetzt können wir mal richtig Stoff geben hier. Ja, wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Altmoabit. Ja, wir haben grün. Also sie kann immer so dumm hier parken müssen hier. Da komme ich mit dem Gelenkbus ja kaum rein. Dann vor allen Dingen der Fahrradweg mitten auf der Bushaltestelle, hä? Also wer das geplant hat, hä? Dumm. So, so, hier kommt keiner mehr, hä? Ja, ist jetzt mal ein Blinker, hä? Sei ja von der Radrennstrecke weg. Wahrscheinlich blockiere ich damit die ganze Bude hier, was soll's? Ist ja eh rot. Also, was soll's? Ja, was juckt's mich? Ich fahr Bus. Aber so, an und für sich, wie gesagt, ich habe jetzt auch den Sound ein bisschen leiser gemacht. Das war irgendwie immer zu laut. Ich hoffe, dass man mich da jetzt einigermaßen versteht, wenn ich hier jetzt rumprapple. Weißt du, wie undankbar ist das eigentlich, ne?
Da sind die Ampeln extra grün für die Fußrentner, he? Und da läuft keiner drüber. He? Unglaublich. Na, guck, he? Das Bus geht ganz schön ab wie ein Zäpfchen. Oh, Grafikfehler. Naja, das, wie gesagt, die haben ja erst vor kurzem umgeswitcht auf die Unreal Engine 5. Da kann ich mir vorstellen, dass es da hier auch noch Grafikfehler gibt. Aber ansonsten, es gibt hässlichere Games. Oh, Google Kinder, wie auch schön. Und tschüss zu die Mumie. Ja. Hallo, blink ich oder was, Junge? Ein Spast. Muss doch wissen, dass mit so einem Bus ja nicht so schnell reagieren kann wie mit so einer kleinen Hitze, Junge. Mein Gott, ja. Ist vorne in Berlin gelernt oder was? So, kommt meine kleinen Schnullen hier rein mit euch. Wehe, ihr habt Kleingeld dabei, he? Da machst du gleich die Pute wieder zu. Oh, ich bin aber klein. Na, geht Bock? Hi. Ja, jetzt ist Schluss. Wo rennst du denn hin? Wo sind die jetzt reingerannt? Ich hab zugemacht. Ich hab gehalten. Es steht immer noch Halte hier. Türfreigabe, F7. Ach, die wollen raus. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu früh zugemacht. Aber das war ja ganz komisches Geglitsche jetzt gerade. Ich dachte, ja, das Thema ist schon erledigt. Oh shit. Ja, das ist jetzt doof. Ah, da hält an. Sehr schön. Dankeschön. Hui. Ah. Zu viel Schuss im Café, wa? Oh. Jetzt kommt erst der komische Seitenstreifen. Ah, hier muss man schon konzentriert sein, ne? Wenn man zu viel Blödsinn rumprappelt wie ich, ne? Obwohl, ich konnte ja nicht dafür, dass das jetzt so komisch rumglitscht gerade. Kameras kann man ja auch noch alle einstellen. Ja, was jetzt? Komm, Udo, setz dich hin. Dunkelgelb. Nach. Das war noch ein helles Gelb, ne? Genau. Na, eure Haltestelle. Wieso steht er hier? Es gibt Platz mehr hier oder was? Sind nur noch leere Plätze. Hi. Fisch. Ja, warte jetzt rein oder raus? Ach so. Türfreigabe. Die wollen raus. Ja, ich bin hier noch 3 Knöpfe. Das überlastet mich schon. So, haben wir jetzt alles? Will jetzt noch einer außen oder einsteigen? Jetzt, weißt du, was eigentlich noch fehlt? Leute, die hinter dem Bus herrennen. Am besten noch in Stöckelschuhen oder sowas. Ja, hier verschwinden auch dauernd hier die Fahrstreifen, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Aber naja, die arbeiten halt derzeit noch dran, ne? So, mal sehen, ob die mich hier irgendwie mal einfädeln lassen. Ich kenne mich mit den wilden Gesetzen der Straße nicht aus. Ich bin Fahrradfahrer. Aber die meisten Autofahrer, die ich als Fahrradfahrer kennengelernt habe, waren sehr nett. Gibt natürlich auch Arschlöcher, aber das sind nur meistens solche, die die Fahrradwege auch gerne als Überholspur respektive Parkplatz nutzen, und mit denen habe ich dann okay Mitleid. Die kassieren dann auch mal eine Ansage. Und es passiert schnell, dass so ein Auto, wenn es da parkt, ne? Ups, wir sind verkehrt.
dass da mal ein Spiegel abgerissen wird oder Kratzer am Lachs sind, ne? So Schaden von 300, 400 Euro ist, ne? Das kann passieren. Das, also ich mache das nicht, aber ne, als Radfahrer kannst du nicht auf der anderen Seite ausweichen. Da fahren ja Autos, ne? Bist ja darauf angewiesen, dass der Radweg dort ist. Wenn du auf der rechten Seite parkendes Auto hast und auf der linken, linken Autoverkehr, ja, dann musst du dich halt so eng wie möglich vorbeischmusen am parkenden Auto, ne? Aber wie gesagt, ne, das ist halt selbst verschuldet, ne? Radweg ist okay, Parkplatz. Ich stelle mein Fahrrad ja auch nicht mitten auf die Kreuzung und gehe einkaufen. Mein Gott, ich will Kaffee trinken. Jetzt muss ich ja doch wieder hier rüber. Klinkern? Eine durchgängige Busspur ist auch nicht so häufig, ja? Aber die haben wenigstens eine hier, ja? So. Okay, noch will ja bezahlen. Aber warte mal, sind die Buden jetzt alle offen? Nee, hä? Ah, die Türfreigabe muss ich jedes Mal noch machen, hä? So geht das. Ach, jetzt wird noch einer was haben. Nein, das wird jetzt wieder aufgeteilt. So, Berlin AB. Einzelfahrschein, 3 Euro, bar. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Na gut, da wartet. Schön. Ja, manchmal ist die KI noch nicht richtig ausgegondelt und manchmal ist meine KI im Kopf noch nicht so richtig ausgegondelt, ja. Naja, es ist ein Nehmen und Nehmen. Das nimmt sich nicht. Da beißt der Busfahrer keinen Faden ab. So, 200 Meter bis zur Haltestelle. Ja, 53. Hui! Sportliches Bremsen, muss ich mal sagen. Hä? Die Bremsen sind gut eingestellt, Keule! Ja, und hier sieht man ja daneben, hier jetzt sind hier diese, die Tramspur und später kommen ja auch noch Straßenbahnen dazu. Also da muss man auch noch aufpassen auf den Straßenbahnverkehr, ne? Damit die hier auch vorbeikommt und so. Und damit man halt auch nicht das Gleis blockiert. Finde ich cool. Wir können ja da nochmal in die Roadmap reingucken. Ach komm, hier ist alles frei, lass mich doch hier durchfahren. Hier geht doch keiner über die Straße, da drüben, ja. Kannst du mich doch hier durch, ja. Jetzt müssen wir da vorsichtig fahren. Na, so eine Haltestelle haben wir in Leipzig auch. Das ist ja wie im Westen. Ein paar Jahre frei und so, ja, da müsst ihr ja mal entsprechend anlanden, ja, das kann ich ja gar nicht. Die müssen immer ja noch Schritt machen. So. Auf die Bude. Türfreigabe war es ja, ne? Ich kann ja auch die Knöpfe hier unten benutzen, ne? So, ich glaube, das war's. Ne, ja? Ein bisschen Geduld brauchst du. Die steigen alle bloß vorne ein. Ein Fahrschein ABC. Einzelfahrschein. Boah. Noch eine? Ne, ja? Das war alles. Ach, die will wieder Restgeld haben. Hier, das ist deine 20 Cent. Die sind so geizig, hä? So, zu. Müssen wir jetzt lang geradeaus weiter, hä? Muss ich da einfädeln? Nee. Ich fahr mal ein Stückchen weiter hin, nicht, dass irgendwelche Leute denken, hier, ich würde anhalten und die reinlassen. Nee. Folge der Navigation zur Endhaltestelle. Ja, dann sind wir ja schon fertig. So, jetzt müssen wir hier rum. Blinker schon setzen. Was quackst du? Dreischer Zöne. Jetzt hab ich mir gemerkt. Oh, jetzt muss ich nochmal in die Ecke schauen. Ich habe ein Lenkrad, ich benutze es. Und der Blinker.
Oh, das ist das hier von der Kacke, ja. Oh, Gelenkpulse, da komme ich ja mit so Doppelschnecker. Ja, Alter, bist du dumm oder so? Setz zurück! Ich geh wieder ein Kackitschen hier. Ja, du? Meine Fresse hier. So schön um die Ecke gefahren. Geh weg, du dummer Boom. Also Gelenkbus, das ist nicht so für diese Strecke gedacht, hä? Guck dir das an. Ah, der Assi jetzt. Wie der fährt. Wie der steht. Wie atmet. Das muss ja so. Die Bäume hier. So, komm hier, das krieg ich nur doch gewuppt. So, das reicht. F7. So, jetzt steichen sie alle aus, die Mongos. Ach, was trinke ich denn schon über doch eine Scheiße, ja. So, fertig. Oh, ich hab 5 Sterne. So ein Käse. Beenden mit Fahrt zum Depot. Ja, das können wir auch noch machen. Eigentlich kann man auch jetzt, wenn man Bock hat, aussteigen. Und durch... Ja, wir fahren jetzt zum Depot noch. Was soll denn das? Aber warte mal. Ich meine, jetzt sind wir jetzt sowieso nicht unter Zeitdruck. Jetzt kann man mal aussteigen. Mal gucken hier, ob sie hier Müll hinterlassen haben. Nö. Kein Müll hier. In einem Berliner Bus ist kein Müll im Bus. Guck dir das an. Ja, da kannst du den Fußboden ablecken. Hä? Da ist die Zunge danach sauber. Das kriegst du nicht ab. Ja, eigentlich könntest du jetzt durch die Gegend laufen. Guck dir die Karren. Ja, die sind noch ein bisschen zu blöd, um hier vorbeizufahren. Ne? Oh, guck dir das an, wie sie bremst, die Inge. Ich kann trotzdem durchlaufen. Ja, guck mal. Ich kann sogar springen. Wie sympathisch er ist, hä? Wie ein kleines Baby. Ah, ja, fehlt noch die Kollision drin, hä? Bei den Häusern ist sie zumindest drin, hä? Immerhin. So, gehen wir mal rein. Kann ich das hier nicht auch zumachen? Ja, genau. Bisschen Handbetrieb, hä? Der einsame Mann weiß, was ich meine. So. Halte Wunsch. So, dann machen wir jetzt mal zu, Dimo. So. Sonnenblende herunter. Ah, guck mal, man hat eine Kamera. Da kommt die Sonnenblende runter. Das ist auch nicht schlecht, ja? Ja, wenn man so sein Mittagsschläfchen machen will. Ja, aber wir brauchen hier eigentlich keine Sonnenblende. Ja, und hier haben wir natürlich dann die Lampen für drin. Ansage. Menü wechseln. Ja, zum Depot fahren ist jetzt natürlich auch noch. Also hier kann man auch später, hier sieht man ja auch noch. Hier kann man ja verschiedene Optionen hat man hier noch. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo es war. Quittung drucken. Einstellungen. Helligkeit vom Display, Handhabung, Schicht, Drucker, Razzia einschalten. Ja, keine Ahnung, was das ist. Hier, Fahrerwechsel, Schichtende, Ziel überschreiben, Fahrplanversion, Fahrtauswahl, Routenauswahl. Man kann sich ja auch seine eigenen Routen erstellen, ne? Pause, LK-Eingabe. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel Pause drücken, ist aber gesperrt derzeit. Jetzt muss ich wieder anmelden, ja. 5602. So. Ja, damit der Fahrtenschreiber wahrscheinlich sich dann abstellt, ne? So. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Map gucken, sieht man das Rote, das ist halt die Fahrt zurück zum Busdepot, also nochmal quer durch. Und das Gelbe, das ist der Busfahrplan. Also man kann jetzt theoretischerweise wieder die Strecke zurückfahren. So oder so ähnlich. Bin da noch nicht so ganz hinterher. Aber wir können mal zum Busdepot fahren. Ohne lästige Leute, die eben hier das Kleingeld wegnehmen. Wir sollten das für immer Döner holen. Ich finde es so
Also wie gesagt, ich bin das letzte Mal als Kind in Berlin gewesen, glaube ich. Ich habe keinen Plan, inwieweit das originalgetreu ist. Also einige Sachen wie das Rote Rathaus oder ein Berliner Eiffelturm. also ein Fernsehturm und das Bundestagsgebäude. Das ist ja alles drin, das habe ich auch gesehen. Man hat ja da auch Haltestellen in der Nähe. Na, was ist denn hier los? Mit der Röte da hinten oder was? Mein Gott. Hab ich mich hier vorbeischleusen können? Hä? Ah, warte mal, ist hinter mir einer? Ach, scheiße, ja. Aber warte mal, ja, ich habe da ein ganz gutes Lenkverhalten. Ja. Ich muss doch hier irgendwie durchkommen. Ach so. Nee, das wird nicht. Gelenkbus und so. Müsste ich da eigentlich schon vorbeikommen, ja? Ha! Ja. So, warte jetzt. Kacke, ja. So, wo muss ich lang gehen? Warte mal. Oh mein Gott, jetzt habe ich das Fahren verlernt. Die 200 oder hier die 100 nehmen wir. Also dafür, dass es halt noch Early Access ist, macht das schon jetzt Spaß. Aber wie gesagt, das wird dann noch richtig deep, kann ich mir vorstellen, ne? Was ist deep? Na, es ist ein Bus-Simulator. Aber so ein paar Aufträge und sowas wird es bestimmt geben, ne? Und ja, also mal so zum Chillen so ein Spiel, warum nicht? So, wir gehen jetzt wieder hier in unser Kapuff. Das ist jetzt hier ein bisschen ein anderer Bus. Ventilation, ja, automatisch. Gangschaltung. Was so cool ist, hier siehst du auch, wenn ich jetzt die Bremse trete, sieht man das auch, ne? Bremse, Gas, Kupplung brauchen wir ja nicht. So, dann Strom, ne? Zündung starten, I. So. Was hier auch noch fehlt, ist, wenn du die Bude zu hast, müsste eigentlich der Straßenverkehr draußen leiser sein, ne? So, PIN für Verkäufer 00, Verkäufer vor allen Dingen 77. So, das ist die Linie 100 und der Kurs 20. So, jetzt können Sie einsteigen. Abend. Das freut mich. Mit Handy bezahlt die kleine Schnulle. So, Berlin ABC, 24-Stunden-Ticket, zahlt bar die kleine. So, grün. Ja, mal gucken. Ach so, warte mal. Motor im Kreuzmenü starten. Zündung einschalten. Hört man gar nicht. Jetzt ist hier rot. Jetzt will ich das vermalen. Das ist wenigstens mal ein kleinerer Bus, wa? Also diese Gelenkbusse, das ist schon ein bisschen höherer Schwierigkeitsgrad, habe ich den Eindruck, ne, mit dem ganzen Navigieren und so. Jetzt die Sonnenblende, das wär's. Oh, da fährt schon aber sehr direkt, hä? Da, das ist so chillig. Sagt der Gleiter, weiter fahren darf. Ja, der zieht schneller an, der Bus hier, ne? Muss man schon ein bisschen aufpassen. Wieso gehen die Türen nicht auf jetzt? Moin. Ja, moin. Es ist abends, Junge. Was auch immer, moin. So, Dreier. Zahlst du der Bar, hä, Schneckchen? So, hüsch. Ja, mit dem Fett, Junge. Das war's schon? Schön. So muss das. Hute zu. Was schnüffelst du? Reden wir an der Fahrt verboten! Ja, wir dürfen fahren. Statt daneben ist eine Busampel. Also, ich sehe ja keine Schienen, also nehme ich mal an, dass das für mich aussagekräftig ist.
Oh, hier Straßenbahn. Ah, dass die Mittelstreifen, dass die Markierstreifen immer so komisch sind, ne? Klapper hier für die Leute, hä? Aber jetzt bräuchte ich ja wirklich den Sonnenschutz. Hoffentlich brauchen sie keine Quittung, hä? Da weiß ich wirklich, was stricken soll. So, Berlin ABC, Einzelfahrschein. Boah. Und schön passend, so magst du das. Hi. Kann ich dein Ticket haben? Nur wenn ich deine Nummer haben kann. Ja, wir sind wirklich gut in der Zeit. Ist alles noch grün, aber gelb ist auch noch okay. Ich habe da keine Ansprüche. Meine Fahrgäste vielleicht schon, aber die fahren mit mir, also. Ist ja nicht so, dass ich langsam fahre. Friedrichstraße. Wenn ich zu stark bremse, vibriert mein Controller immer so unqualifiziert. Aber so dieser komische Sonnenschutz, so viel bringt da irgendwie nicht, oder? Man munkelt. Ich spiel's mir mal ein. Es scheint so diffus durch, ne? Diese Godray-Strahlen. Nicht wahr? Ich hab Hunger. Das jetzt auf der rechten Seite ist jetzt nur fürs Abbiegen, ne? Weil da kann ich dann gleich rüber rutschen. Ich mach trotzdem den Tinker mal an. Ne, brauchst du eigentlich nicht, hä? Ja, soll man ganz geschmeidig machen, ja, so. Oh, da bist du. So, was? AB, Einzelfahrt, 3 Euro. Noch einer? Ne, das war's. Wunderhübsch. Das flutscht. So, gucken, Rückspiegel. Ja, Rückspiegel brauche ich eigentlich nicht, ne? Ja, hier kommen ja auch noch andere KI-Busse rein, ne? Also, ich bin ja dann nicht mehr alleine auf der Strecke. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass man ja so seinen Kollegen trifft und so. Ob es dann auch eine Option gibt, dann eher so komisch zu winken und so. Muss es ja, ne? So. Nee, halt. Ja, Inge, pass auf. Jetzt kannst du durch mich raus. Oder? Jetzt hab ich hier zugemacht. Hi. Wieso? Ich möchte ein Ticket. Bitte mit Beleg. Mit Beleg! Ich hab bei mir Käse drauf gehabt. Und du? So, Berlin AB. Einzelfahrt. Quittung drücken. Boah. Vor allem, ich hab noch nicht mal das Restgeld rausgegeben. Und die kriegst die Quittung, ja. So, 6. Ich sieh doof. Schön. Ich benötige dein Geld. So, was willst du? 24 Stunden? 10 Euro. Karte. Na, dann nimm mal meine Kleine. Oh, Alter, wie viel. Die stehen. Eine richtige Schlange da draußen. Für 24 Stunden. Boah. So, meine Schnöle. Was denn? So, jetzt. Sollte das. Oh, alles Bordzahler. Einzelfahrschein. Gucke, wie sie alle im Stau stehen hier, hä? Rush Hour und so. Und ich stehe schön auf der Busspur. Ach, scheiße, ja. Muss ich da einfädchen? Oh, warte mal, Licht fragen wir ja auch noch, hä? So, ich habe jetzt mal Licht angemacht. Ah, die Bude da drinnen, hä? Die ist ja auch dunkel, hä? Oder? Habt ihr Licht hier drinnen? Ist nur hell, hä? Ja. Habt ihr Dreck gemacht?
Nö. Muss man immer mal gucken. Ah, Rush Hour, hä? Ja, ja, jetzt sind wir nämlich nicht mehr an der Zeit. So, wir blinkern mal. Keine 30er-Zone? Ich trau der Sache nicht. Es ist so komischer Nebel oder was das ist, hä? Ich glaube, die Sonnenblende kann ich jetzt hier wieder hoch machen, hä? Schnell hier, bevor es weitergeht. Wieder vorbeizuckeln, hä? Ja, es ist alles noch richtig ausgegondelt. Der guckt dir das an. Was machen denn die? Bin ich auf der Gegenvorspur? Nee. Würde schon sagen. Da guckt ja an hier, die stehen alle kreuz und quer auf der Kreuzung. Was ist denn das für eine Planung? Blinker ist aber an, hä? Ja, ich höre es klickern. Ja, genau. Ist an. Alles gut. Die Welt weiß, wo ich hin will. Immerhin die Welt, ich nicht. Ich habe nicht geguckt. Jetzt können wir fahren. So, Vorsicht, ne? Hier ist grün für die Passanten. Rechts vor links eigentlich, ne? Ja. Ah, guck mal, da lässt mich durchschauen. Hä? Manchmal kann ich doch um eine Kurve fahren. Ist okay, kein geleckter Bus. Immer noch keine 30er-Zone. Na, da ist doch die Bude. Na, da ist es doch. Muss nur aufpassen ja nicht, dass sich irgendjemand noch auf den Boden geklebt hat. Kriegst du ja kaum raus, den Lackschaden. Zeit verloren, habe ich eine Kackampel. So, dann. Geschmeidiges Halten. Ah, das ist nicht, dass es hier noch anfängt zu schiffen, hä? Ich weiß nicht, ob ich das mit den Scheibenwischern habe. Ich glaube gar nicht automatisch eingestellt. Wie die rausrutschen immer. Lol. Hi. Kennen wir uns? Hi. Echt? Ich weiß gar nicht, was du willst. Wer bist du? Wer sind sie? Raus aus meiner Wohnung! AB, Einzelfahrschein. Boah. Hat jetzt passend, sehr schön. Na klar, meine Kleine. Karte, na klar, kannst du mit Karte zahlen, meine Kleine Sachsen-Uschi. So, hier, fertig sind wir. Jetzt wird unser Berliner Bumsbus erstmal wieder geschlossen hier. Ja, komm hier, der Bus fährt los. Ja, ich beachte das schon hier, dass im Rückspiegel so vor sich geht. Manchmal ignoriere ich es halt einfach bloß. Telefon! So, der nächste. Guck mal, die stehen auch sehr interessant da so zueinander. Ne? So. Selber auf den Knopf drücken, warum ich das mal machen? Moin. Moin, es ist Abend, Mann. So, rein. Weiter geht's hier. Hat jetzt jeder gerülpst? Was ist das für ein verferkelter Bus? Ja, Berliner Bumsbus halt, ne? Ah, mir macht das Spaß. Ui. Ja, den Adrenalinkick gibt's kostenlos dazu. So, 52 fahren wir. Ah, alles gut. Das sieht immer knapper aus, als es ist. Ich habe immer das Gefühl, dass ich auf der rechten Seite einen Haufen Platz habe, aber nee, dann ist es nicht so, ne?
So, und bumm. Auf die Bude. Ach, da ist es wohl zu warm. Ah, da muss man die Klimaanlage wahrscheinlich ja einschalten. Ich hab's jetzt mal gedrückt. Wenn ich das wüsste, Junge, ich bin unneu. So, AB, Einzelfahrschein. Das ist, wir haben es doch hingekriegt, hä? Und hat fast gar nicht wehgetan. So, und weiter geht's. Hui, 58. Ich wundere mich, warum sich das hier so bewegt anfühlt. Ja, wir wollen ja nicht über die Stränge schlagen, nicht wahr? Ich versuche ja auch nur ein bisschen die Zeit gut zu machen, ne? Für das ganze Kleingeld, das schon mal raus eiern muss ja. So, wir müssen nach links. Ja, also das hat schon ein bisschen was Hypnotisches, finde ich. Ja, die sitzen da hinten. Wir können uns ja mal angucken, was die hier so machen. Ja, der Bus ist voll, hä? Ja, scheint schon. Ich glaube, du kannst das hier irgendwie noch aufmachen. Ich finde den Punkt nicht. Was alles voll hier. Wird Zeit, dass ich wieder ein paar Leute rausschmeiße, hä? Ist keine Wärmehalle. Aber ich merke schon so, also das ist schon was ganz anderes als mit so einem Gelenkbus, ne? Das ist ja dann schon ein bisschen chilliger. Aber es macht Spaß. So. Wie die mal raus. Magic. Ist das ich alles brauche? So, Einzelfahrt. Bar. Ja, was willst denn du noch? Restgeld? Mein Gott. Wie knausrig kann man sein hier? Mit der keine Bank. So, zu die Mu. Weiter geht's. Oh, ein Polizeiwagen. Mit dem können wir das Rennen liefern, wa? Ich glaube, noch gibt es keine Konsequenzen, wenn du dir zu schnell fährst, ne? Aber da kriegst du irgendwann auch Tickets, ne? Oh, der Hube geht nicht mehr. Busfahrer Badass. Wie können wir da immer einen Weg freiräumen hier? Wieso steht hier ein H? Das steht doch sonst nicht da. Ja, ist eh rot, hä? So, raus, ihr Schnullen. Ihr seid viel. Der Bus ist viel zu voll. Ich brauche einen größeren Bus anscheinend. Will ihr keinen aussteigen? Doch. Mensch, ja. Ich habe nicht so viel Zeit oder Sandmann fängt gleich an. 19.05 Uhr oder was das war. So, AB. Handyzahlung. Schön, dass eh nochmal Licht ans Rad macht. Ein bisschen Zeit ziehen machen, hä? Ich komme nicht hoch. Oh, warte mal. Ist doch besser, ich achte ein bisschen auf den Verkehr, hä? Handy! Ich mach den Ton aus hier. Raupenkind. Eigentlich soll der Kreisverkehr ja den Verkehr schneller und flüssiger machen, aber wenn man natürlich im Kreisverkehr 3000 Ampeln einbaut, ist der Sinn und Zweck vollkommen für den Arsch. Ich muss eh abweichen hier. Blinker gesetzt.
Immer auf der Gartenseite bin ich irgendwie, ja? Ja, da lass stehen. Ach, scheiße. Ich muss einfach nur schneller losfahren als der. Und dann kann ich hier ganz so schmal jetzt rüber, ne? Ich muss ja rüber, weil Haltestelle und so. Hui, 53. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das muss man immer erwähnen für den Fall, dass ganz plötzlich die Türen auf der verkehrten Seite da sind. Halt, ich will ja geradeaus weiter. Sehr sportlich fahre ich hier, ne? Ich kann man schon ein paar Stunden verbringen, ne? Wo ich mir das runtergeladen habe. Dachte ich, naja, guckst mal eine Stunde oder sowas, ne? Wenn es dir nicht gefällt, tauscht es wieder um, beziehungsweise, ne? Machst den Kauf rückgängig. Aber dann auf einmal waren 5 Stunden um. Ich möchte das Fenster gerne aufmachen, hier stinkt's ja. Jemand hat gepupst. Wie ging denn das? Bei dem anderen war das ja automatisch, hä? Bei manchen musst du es selber machen. Mein Gott, hier. Geht immer nur vorwärts, wenn ich was anderes vorhab. So. Blinkchen. Und da hält er, der gelbe Wagen. Da guck mich nicht mal an, ja? Johnny Depp für Arme. Hier werde jetzt nicht rumgefahren, ja, ich fahre ja. Ich glaube, der hat mich gestreift, mein Controller hat vibriert. Da musst du mal aufpassen, hä, wenn da. Ach, ich auf. So, ich fahre ganz vorbildlich. Oh, jetzt brauchst du die Sonnenblende. Ja, ich sehe überhaupt nicht. Ich sehe überhaupt nicht, wo fahre ich denn lang? Oh, 30er Zone, hui. Oh, hier musst du so auf so viele Sachen achten. Da denkst du, hier fährst ganz gemütlich durch, ja, scheißchen. Jetzt ist wieder 50er. Und eine Ampel, na klar, kannst du schneller fahren, musst du wieder langsamer fahren. Oder sogar so unsichere Sachen machen wie Bremsen. Albern. Ja, also das mit der Sonnenblende, das ist noch nicht so hundertprozentig lichteffektmäßig befriedfischend. Ja, da muss man noch ein bisschen dran hacken. Was? Jebensstraße und Zoologischer Garten, alles klar. Ich weiß selber nicht, wo ich hinfahre. China-Restaurant. Ja, das finde ich auch in der Realität, wenn ich unterwegs bin, so öffentlichen Verkehrsmittel, auch assi, wenn die da unter lautstark dann telefonieren. Die Hämorrhoiden deiner Mutter interessieren mich nicht. So, ihr wollt keiner einsteigen, ne? Schön, jetzt nehme ich gerade grün. Jetzt ist Schluss um mich, Uschi. Da stand gerade keiner, also ich fahr weiter. Ist jetzt hier drin, ne? Sie steht draußen, die blöde Kuh. Was ist denn hier Phase? Moment. Guck dir das an. Wir sind doch in Afrika. Schiebe dein Arsch von meinem Bus. Die klebt ja förmlich da dran. Sind das für Käse? Was soll denn das? Ah, diese Schwarzfahrer immer, hä, und Laubfisch. Ich mache keine Fehler, hä? Ja, da stand da gerade keiner an der Haltestelle, fahr ich weiter, was soll denn das? Wer weiß, wo die rausgeurmelt kam? Aus irgend so ein Haus oder was? Ja, Pech, da musst du auf den nächsten Bus warten. Hier gibt's nur einen. Mich. Steht die immer noch da draußen? Nee, die ist runtergefallen, Jane. Naja, ich will trotzdem noch 50 Cent für die Fahrt. Ja, das ist schon witzig, ja. solche kleinen Fehlerchen, ne? Wir müssen mal lang. Da, geradeaus weiter. Jetzt verstoppen die wieder die Kreuzung hier, oder was?
Grün! Gleich vollen Saft geben hier. Ach, Scheißchen. Oh, Bus. Tschüss. Ja, wir hatten so einen hessischen Klingelton. So, 233 Meter. Also bloß, dass, weil man hier 50 fahren darf, heißt es ja noch lange nicht, dass man das so ausnutzen muss, ne? Also Vorsicht ist dann doch schon ein bisschen besser, ne? Jetzt habe ich die rote Ampel beinahe übersehen, hat dieses ganze Grünzeug drumherum. Hätte ja eure roter Vögelarsch sein können. Wieso gibt es hier keine dicken Menschen? Alle hier mega austrainiert und sowas, ja? So, Berlin ABC. Einzelfahrschein. Da will mein Handy. Der Pimp. Hi, ich brauche einen Fahrschein. Erstmal nehme ich dein Geld, meine Schnulle, dann red mal darüber, was du kriegst von mir, ne? Mir kommt das immer so eng vor, hä? Aber eigentlich hast du hier noch einen halben Meter Platz oder sowas, ne? Aber hier so auf der Seite, das sieht das richtig eng aus. Faszinierend, ne? Wie der Fokus sich so verändern kann, die Wahrnehmung und so. Ne? Ich freue mich ja, wenn sie da die Gamepad-Steuerung optimieren. Ne? Wie gesagt, wir gucken dann auch gleich mal in die Roadmap rein. Was quarkst du? Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Ich kenne mich ja nicht aus. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall wieder rüber. Ne? Wir müssen uns rechts halten. Ach, die Kack-Knackflasche. Komisch, also viele Leute sind ja gar nicht unterwegs. Ist das normal? Ich muss mal nach Berlin fahren und das rausfinden. Natürlich fahre ich mit dem Bus. Erster. Da gibt es ja auch einen Elektrobus. Der zieht volle Kanne ab. Das ist heftig. Da lässt alle stehen. Das fetzt schon. Ups. Da liegt der Roller. So, aufmachen muss ich ja auch noch hier. Zoologischer Garten, sind wir nicht eigentlich mal bald da? Ach, wir sind da! Next Route! Genau, wir sind da, das war schon die Endstation. Ja, die sind jetzt alle raus hier, hä? Man hofft's. Da mach ich jetzt mal alles aus. Komm ich da überhaupt noch raus? Jetzt guck ich mal ja. Guck dir das an, hier liegt Müll rum. Eine Zeitung. Hier. Eine Babywindel oder sowas. Dann wickeln die ihre Babys ja drinnen. Guck dir das an, ja. Ich glaube, später muss ich da irgendwie noch den Müll wegräumen, wenn du das dann zum Betriebsbahnhof fährst, ne? Sonst kriegst du wahrscheinlich eine schlechte Bewertung. Hier eine Bierpulle und eine ganze Scheiße hier. Die Bude war ja voll besetzt. Da steht doch mein Bus. Die Kollision müssen sie ja nur anmachen, hä? Oh, die Sonne. Parkhaus, Bahnhof, Zoologischer Garten. Oh, wir haben Rot. Oh, guck mal, hier kannst du gar nicht rein. Baustelle, hä? Hier geht's bestimmt mal irgendwann weiter, ne? Baustelle und so. Warum überquerte der Busfahrer die Straße? Ach, guck mal, die halten wenigstens an, also sie erkennen wenigstens, dass da einer ist, ne? Gucken wir uns mal hier ein bisschen um in der Jebensstraße. Best Wash and Clean. Ausstellung Berlin. Ist das Kunst oder kann das weg? Ich finde, das ist auch dafür, dass es halt so ein kleiner Entwickler ist und sowas. Ich finde es eigentlich eine schöne Geschichte, ne? Bin ich mal gespannt, wie das Projekt weitergeht. Ich finde es eigentlich chillig, ne? Ich spiele ja normalerweise andere Spiele, aber wenn du mal sowas Chilliges haben willst, warum nicht, ne? Wenn man mit der Unreal Engine 5, die kann man sich ja runterladen, ne? Da hast du so diese Standardbewegung für diese komischen Manikiken. Eigentlich könntest du da ja noch Motion Capturing reinmachen und das Ganze, aber wie gesagt, bei so komischer Schatten. Bei solchen Simulationsspielen spielen die Manikiken eigentlich da kaum eine Rolle. Wird vielleicht auch mal anders werden, aber im Augenblick
Guck mal, da läuft eigentlich auch ganz normal, ne? Nur ich irgendwie, als ob ich irgendwie eine volle Windel habe. So, ja, dann beenden wir mal den Stuss. So, Phase 1, sie ist fertig. Buslinien, Busse, Passagiertransport. Das ist jetzt die Phase 2, in der es jetzt gerade rund geht, ne, die gerade so aktiv ist. Buslinie 200, die ist ja schon drin, aber die ist noch nicht fertig. So, dann haben wir hier einen Bus. Buslinie 100 ist noch nicht fertig, Buslinie 300 ist fertig. Map Modding. Ja, modden kannst du ja auch schon. VDL, weiß ich nicht, was das ist. Multiplayer kommt da auch noch rein. Lobby-System. Freeplay-Menü-Overhaul. Multiplayer-Chat-System. Performance-Optimisierung. Optimierung. So heißt das. Mischmasch aus Englisch und Deutsch. Lokalisierung, Bugfixes und Polishing, Traffic, AI Improvements. Ja, der Verkehr da, ne? Im ersten Durchlauf hat man es gesehen mit dem Stau und so, ne? Phase 3, Ökonomie. Oh geil, create your own bus company. Da kannst du dein eigenes Busunternehmen gründen. Das ist natürlich mega geil. Kaufen und verkaufen, Vehikel. Geil. Das ist nicht schlecht. Ah, ihr kannst Zeug anstellen und feuern. Ja, vielleicht hier Fahrkartenkontrolleure, das wär's. Ökonomie, Repair. Ah, guck mal, hier kannst du deine Busse reparieren. Maintain and repair the vehicles of your fleet. Ja klar, wenn du irgendwo mal gegenfährst oder so, wie ich vorhin, ne, da kriegst du natürlich dann Schaden. Ne? Das ist geil, weil viele Simulatoren, da hast du eigentlich keinen richtigen Schaden davon, ne? Weil das halt nicht so deep ist. Gut, bei Truck Simulator zum Beispiel oder American Truck oder Euro Truck Simulator hast du das ja, wo das ganze Gedöns kaputt gehen kann, ne? So, dann AI Trams, also Straßenbahn. Income via Ticket Sales, okay. Performance, Lokalisationsupdate, Bugfixes, Polishing, Traffic AI. Wie gesagt, es macht Spaß und ja, ihr könnt es ja mal selber ausprobieren. Wenn ihr euch ansatzweise halt für sowas interessiert oder mal halt zum Chillen, ne? Es ist auch schon eine kleine Herausforderung, ne? Siehe mit dem Gelenkbus und so. Naja. Doppeldeckerbus und so gibt's ja auch noch. Kommen ja noch viele Busse dazu und ich finde das ja auch cool, dass man so seine eigene Busgesellschaft gründen kann. Vielleicht kann man irgendwann von Stadt zu Stadt fahren. Ich glaub's zwar nicht, aber man weiß ja nicht, was die geplant haben, ne? Wenn sie sagen, sie machen Berlin 1:1, bis jetzt das, was in Berlin drin ist, gefällt mir eigentlich sehr gut. Es gibt natürlich noch hier und da Grafikfehler und hast du nicht gesehen. Habe ja schon vorhin gesagt, die haben ja erst kürzlich auf die Unreal Engine 5 gewechselt. Da läuft eben auch noch nicht alles ganz glatt. Auch die Bewegung der Figuren wird sicherlich auch noch besser werden und so. Aber wie gesagt, Early Access, da darf man halt noch keine Ansprüche großartig haben. Das Grundsätzliche funktioniert erstmal. Mir gefällt auch die Fahrphysik von den Bussen ganz gut. Gibt hier und da natürlich auch noch ein paar Sachen, die halt noch nicht so gut funktionieren und die halt noch nicht drin sind, wie zum Beispiel ausfahrbare Rampen und sowas, weil ja dann später auch noch Rollstuhlfahrer und sowas dazukommen und spätestens dann müssen sie ja sowieso an den Figürchen und an der Bewegung arbeiten. Das muss auch irgendwie optisch passen. So, ja, ansonsten danke fürs Zugucken und gute Fahrt.